Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr den Pfannen- bzw. Topfboden reinigen könnt, wenn dieser, wie hier zu sehen, angebrannt ist und ihr die Verschmutzung mit einem Schwamm und Spülmittel nicht mehr lösen könnt. Wenn also eure Pfannen auch so aussehen und ihr wissen wollt, wie ihr die Verschmutzungen ohne großen Aufwand entfernen könnt, dann bleibt dran, denn das erfahrt ihr jetzt. Wenn ihr beispielsweise hier auf YouTube nach Reinigungsmöglichkeiten sucht, werden euch die unterschiedlichsten Varianten angeboten. Ich selbst habe auch schon einiges ausprobiert, zum Beispiel mit Backpulver, Essig, Salz etc., aber keines dieser Wundermittel hat tatsächlich geholfen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier drei Exemplare, an denen ich euch heute die Reinigung demonstrieren möchte. Zwei Pfannen haben leichtere Verfärbungen und eine, welche auch im Outdoor-Bereich eingesetzt wird, doch schon recht starke. Alles, was wir für die Reinigung benötigen, ist handelsüblicher Backofenreiniger und etwas Geduld. Bevor man den Reiniger anwendet, sollte man die Flasche einmal gut schütteln. Lest euch hier auch nochmal die Anwendungshinweise durch und tragt gegebenenfalls Handschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden. Wenn ihr das gemacht habt, legt euch ein Küchentuch unter die Pfanne oder den Topf und sprüht die zu behandelnde Fläche großzügig ein. Das gleiche werde ich parallel auch mit der stark verschmutzten und der weiteren Pfanne tun. Um euch dann später den Vorher-Nachher-Effekt besser zeigen zu können, werde ich bei dieser Pfanne hier vorerst nur die Hälfte behandeln. Um nochmal kurz auf die Verschmutzung zurückzukommen, sieht das Ganze auf der einen Seite natürlich nicht schön aus, zum anderen wird dadurch auch die Leitfähigkeit der Pfannen bzw. Töpfe beeinflusst und ihr habt somit einen höheren Energieverbrauch beim Kochen. So, nach circa einer halben Stunde Einwirkzeit kann man schon sehen, dass der Reiniger sich leicht bräunlich verfärbt hat. Ich werde jetzt mit Hilfe eines Reinigungsschwammes den Pfannenboden noch etwas nacharbeiten. Bei dieser Pfanne hat der Reiniger ca. 45 Minuten eingewirkt und man kann sehen, dass hier eine sehr deutliche Verfärbung des Reinigers stattgefunden hat. Und auch hier werde ich kurz mit dem Reinigungsschwamm einmal nacharbeiten. Hier ist zum Schluss noch die sehr stark verschmutzte Pfanne. Der Reiniger hat jetzt hier circa eine Stunde eingewirkt. Und hier werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein wenig mehr schrubben müssen als bei den anderen beiden Pfannen. Ich werde jetzt die Pfannen einmal mit klarem Wasser abspülen und euch gleich das Endresultat von allen drei Pfannen zeigen. So, ich denke, viel muss man zu dem Ergebnis nicht mehr sagen. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden. Der Reiniger hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Besonders bei der sehr extrem verschmutzten Pfanne ist sehr deutlich zu sehen, wie stark diese verschmutzt ist. Und ich werde jetzt noch die andere Seite der Pfanne bearbeiten und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.
Bis dahin.